Du kannst Geld verdienen, indem du Bandbreite und Rechenleistung zur Verfügung stellst, die man den Return of Invest so gar nicht errechnen kann. Uns wird tatsächlich eine jährliche Rendite von 70-80% versprochen. Seit der Finanzkrise 2008 ist Bitcoin und Co. im Mainstream angekommen. Viele Leute würden gern in Kryptowährungen investieren, weil sie Nachrichten sehen von Leuten, die aufs richtige Pferd oder den richtigen Hund gesetzt haben und damit über Nacht zu Multimillionären wurden. Das große Problem, die wenigsten haben Ahnung von der Materie. Schreib gerne an der Stelle mal in die Kommentare, wenn es dir genauso geht. Selbst mein Steuerberater hat dieses Jahr gesagt, Torben, wenn es ums Thema Vermögensaufbau geht, dann skalier doch lieber diese Geschichte mit dem Krypto, ja, was du auf deinen Socials machst, anstatt weiter in Immobilien zu gehen. Aber dieser ganze Hype, diese ganzen Chancen haben eben auch eine Kehrseite der Medaille. Und das sind Betrugsmaschen. Vor ein paar Jahren beispielsweise habe ich bei WhatsApp Nachrichten von Freunden bekommen, die sagen, hey Tom, guck mal, OneCoin, neues Projekt, ja, da kann man so viel Geld verdienen. Und ein paar Monate später haben mir genau die gleichen Leute geschrieben, hey, ich habe sehr viel Geld verloren. Wir haben dieses Jahr auf dem Kanal viele verschiedene Projekte angetestet, viele Projekte vorgestellt und euch Experimente präsentiert und unsere Ergebnisse. Aber es gab tatsächlich auch einige, da haben wir uns am Ende nicht mal getraut, ein Video drüber zu machen, weil die Red Flags für Scam und Betrug einfach zu groß waren. Deshalb schau dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende an, wenn du dich für Krypto interessierst oder sogar vorhast, in Krypto zu investieren. Also rein in die Projekte und ich sag direkt, das sind keine definitiven Scams, sondern es gab einfach viele Red Flags. Die werde ich euch gleich vorstellen. Ihr könnt die nehmen, auch übertragen auf andere Projekte. Nehmt einfach dieses Video als Anlass, ein bisschen mehr darauf zu achten und selber zu recherchieren. Projekt Nummer 1 ist CoinTheFish. Wir haben das Selbstexperiment gemacht. Ich war damals in New York und Los Angeles unterwegs, habe eine Nachricht von Björn aus meiner Community bekommen. Er sagt, innerhalb von wenigen Wochen hat er sich ein Einkommen damit aufgebaut von 2500 Euro. Das klang natürlich unglaublich für ein Krypto-Game. Ich habe mir das dann angeguckt, super schlechte Grafik. Erinnert an Tamagotchi. Im Endeffekt, was du machst ist, du sammelst Futter, ja, angelst das, fütterst deine Fische und damit verdienst du Geld. So klingt zu simpel. Reingegangen, ausprobiert und tatsächlich die ersten Ergebnisse waren super gut. Aber dann ist uns Folgendes aufgefallen, denn es gibt fast gar keinen Support. Das heißt, wenn du ein Problem hast, gibt es niemanden, den du wirklich anschreiben kannst. Ich bin dann in Telegram rein, das kann ich euch immer nur empfehlen bei diesen Projekten, gucken, wie ist da die Stimmung und wie viele Leute sind da drin. Zum Beispiel bei Thetan Arena oder bei sowas wie Sandbox, 100.000 Leute, die diskutieren über das Spiel. Bei CoinTheFish, Leute schreiben was auf Spanisch, Leute schicken irgendwelche Screenshots, wo irgendwas nicht funktioniert. Dann saßen wir hier abends nochmal in das Spiel rein, so ein bisschen weiter recherchiert und auf einmal Wartungsarbeit. Und wir konnten sozusagen das Spiel gar nicht mehr richtig spielt. Also ein bisschen nachgeforscht. Auf der Website sieht man, es gibt gar kein Team. Das heißt, du weißt gar nicht, von wem dieses Spiel ist. Ja, keine Expertise, kein CEO, kein Founder. Red Flag Nummer 1. Red Flag Nummer 2, du siehst keine richtige Roadmap. Das heißt, du weißt gar nicht, wo will das Spiel hin. Ja, es gibt einen Spieltrailer, ja, was demnächst kommen soll, aber mal ganz ehrlich, sieht eher so ein bisschen aus, wie auf Fiverr erstellen lassen. Und Red Flag Nummer 3, und das war es dann auch sowohl für uns, wo wir die Entscheidung getroffen haben, sind auf CoinMarketCap. Und hier ganz wichtig, Leute, macht das bei jedem Projekt und guckt nicht, was ist das mögliche Volumen. Ja, weil viele Spiele sagen auch einfach, jo, wir haben so und so viele mögliche Coins, dann stehen da Multimillionen oder Milliarden, sondern schaut wirklich auf das reale Volumen. Selbst wenn das hoch ist, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, gibt es Möglichkeiten, das zu manipulieren, ne, indem man von verschiedenen Konten das Geld hin und her schickt, weil dann geht das Volumen eben auch nach oben. Das war bei CoinTheFish so gering, dass wir dann doch am Ende gesagt haben, das könnte ein Rugpull sein. Ja, Rugpull, für die, die nicht wissen, was es ist, Geld wird rausgenommen, Spiel ist irgendwann einfach weg und wir haben gesagt, wir machen ein Statement, wir hören auf, ja, wir nehmen unser Geld wieder raus. Auch das hat dann nicht sofort funktioniert, weil da im Endeffekt noch so ein Block davor war. Du hast nämlich eine extrem hohe Fee bezahlt. Da muss ich aber sagen, habe ich jetzt nicht als Red Flag deklariert hier, weil das haben viele Spiele, das ist auch relativ normal. Nur in dem Fall war natürlich die Gefahr hoch, das Spiel ist irgendwann weg, wir haben unser Geld drin und kriegen es nicht mehr raus. Projekt Nummer 2 ist das Tether Network, ein Blockchain-basiertes Netzwerk, wo es um das Thema Streaming geht. Das ist ja groß im Hype. Du kannst Geld verdienen, indem du Bandbreite und Rechenleistung zur Verfügung stellst und sozusagen eine Schnittstelle zwischen Server und Zuschauer bist. Dadurch wird im Endeffekt die Ladezeit und sogar die Bildqualität verbessert für den Endkonsumenten und damit machst du Kohle. Klang ehrlich gesagt auf den ersten Blick ganz gut. Wir haben uns das dann mal näher angeguckt. Es gibt fast gar keine Videos dazu. Auf der Website sieht man, dass einer der Mitbegründer von YouTube und von Twitch sogar mit im Consulting-Team sind, die sich um dieses
dieses Projekt kümmern und wir haben den Client einfach mal runtergeladen. Das hat gefühlt irgendwie einen halben Tag gedauert und ich hätte das für euch auch ausprobiert, aber das Problem war, man musste 1000 Theta-Coins staken. Das waren zum damaligen Kurs 6000 Euro, jetzt gerade sind es 3500 Euro und dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Das Problem ist eigentlich eine gute Idee, aber die Streaming-Plattform muss sich natürlich etablieren, damit es funktioniert. Allerdings ist Twitch so dominant, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass so eine neue Plattform, die auch relativ wenig Kapital hat, jetzt rausgeht und die Leute oder die großen Big Player von Twitch rüberholt. Außerdem war komplett ungewiss, wie viel Geld verdient man jetzt genau und wann hat man überhaupt einen Return of Invest. Das heißt, du hattest gar keine Möglichkeit, das wirklich auszurechnen. Und es war ja extrem davon abhängig, wie erfolgreich das Projekt wird. Uns war das Risiko dann viel zu hoch. Wir wollten das Invest nicht machen und haben als Red Flag einfach mal hingeschrieben, hey, wenn man den Return of Invest so gar nicht errechnen kann, dann macht es eigentlich auch keinen Sinn, da so viel Geld reinzustecken. Projekt Nummer 3 ist das Deeper Network. Du brauchst dafür dieses Gerät. Wir haben das für 450 Euro bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Du baust es dann vor deinen Router und im Endeffekt wird damit ein dezentralisiertes VPN-Netzwerk aufgebaut. Du wirst also dafür bezahlt, dass du deine IP-Adresse und deine Bandbreite anderen Leuten zur Verfügung stellst. Eigentlich an sich eine coole Idee, weil das Thema VPN, Datenschutz und so weiter, ja, ist ja allgegenwärtig. Das große Problem, es dauert 200 Tage, bis du sozusagen im Netzwerk aufgenommen wirst, außer du stakest. Das heißt, du legst mal wieder von Anfang an Geld rein. Und das habe ich an dieser Stelle mal für euch ausgerechnet. Bei einem Minimum-Invest von 5000 Token, das sind 460 Euro, bekommst du 6,60 Euro im Monat, also 81 Euro im Jahr. Bei einem Investment von 60.000 Token, das sind ungefähr 6000 Euro, bekommst du 200 Euro im Monat und 2500 im Jahr. Das Ding daran ist, dass wenn du das Geld wieder rausnimmst, du sozusagen auch wieder rausfliegst. Das heißt, du verdienst dann das Geld nicht mehr. Das ist also erstmal eingefroren und weg und du holst es eigentlich nur wieder raus, wenn das Projekt wirklich erfolgreich wird. Dazu kommen allerdings noch zwei weitere Red Flags. Denn einmal ist es ja so, je mehr Miner jetzt da sind, desto weniger Reward wirst du wahrscheinlich bekommen. Ja, das kann sein, dass es also noch unlukrativer wird. Und es ist halt so, dass meine IP-Adresse von anderen Leuten benutzt wird und dabei hatte ich auch ein komisches Gefühl, weil man weiß ja gar nicht, was die sozusagen unter meiner IP-Adresse dann wieder machen können. Uns war das Ganze zu undurchsichtig. Ich verweise an dieser Stelle mal aber auf das Video von Simon, ja, hier aus München. Ein Buddy von mir hat das auch ausprobiert. Ja, der hat auch ein bisschen mehr Zeit investiert. Er zeigt also im Detail, wie das funktioniert. Und vielleicht nimmt er uns sogar so ein bisschen diese Zweifel. Projekt Nummer 4 heißt Wonderland. Und da habe ich so viele Nachrichten bekommen. Leute meinten, ey, ich habe da 200 Euro, 2000 Euro, 5000 Euro rausgeholt. Torben, guck dir das an. Klingt zu schön, um wahr zu sein, ist es auch. Denn wenn wir jetzt mal auf die Website gehen, dann sehen wir, uns wird tatsächlich eine jährliche Rendite von 70-80% versprochen. Und ganz ehrlich, Leute, das ist schon mal an sich eine Red Flag. Denn es würde bedeuten, dass wenn ich jetzt 1000 Dollar nehme, ich nach 2 bis 3 Jahren Milliardär bin. Wie funktioniert also das System? Eigentlich relativ simpel. Der Token ist 8000 Dollar wert. Du mintest ihn für 7500, hast also jedes Mal einen Gewinn, wenn du ihn verkaufst. Problem, du musst 7 bis 10 Tage warten, um ihn zu verkaufen. In der Zeit kann der Coin fallen und du hast einen großen Verlust gemacht. Mir sah die Seite von Anfang an aus wie ein gut aufgemachtes oder gar nicht so gut aufgemachtes Schneeballsystem. Ich habe mir also mal angeguckt, was der CEO selber dazu sagt und ja, ihm wurde diese Frage gestellt. Er hat es einfach bestätigt. Is it a Ponzi? Is it a Ponzi? Yeah, well, I guess. Deshalb Finger weg von Wonderland. So, und last but not least, und das wollte ich mir auch nicht nehmen lassen, zeige ich euch jetzt mal, wie mein Mail-Postfach aussieht. Ich bekomme wirklich jeden Tag 5 bis 10 Anfragen von irgendwelchen NFT, Crypto-Game-Projekten und so weiter, die so anfangen mit Hello Sir, there is a new NFT Collection. Hello Sir, there is a new game. Und ich muss sagen, passt wirklich auf, Leute. Ja, diese ganzen Games, diese ganzen kleinen Geschichten, ja, wo am Ende keine Marktkapitalisierung hintersteckt, wo keine Namen hinter sind, keine Roadmap, dann ist das zu 90% etwas, wo ich die Finger von lassen will. So Leute, das war's an dieser Stelle mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen damit warnen. Einfach mal die Red Flags aufgelistet. Ja, es gilt wie immer eigener Research und nehmt echt nur Geld, was ihr wirklich verlieren könnt bei genau diesen Projekten. Könnt mir auch gerne mal sagen, ob wir auf dem Zweitkanal öfters vielleicht auch mal ein Video machen sollen, wenn wir eben so ein Projekt abbrechen. Ist überhaupt kein Problem, da immer wieder Updates zu geben. Und jetzt freue ich mich verkünden zu dürfen, dass beim 100K-Special der liebe Cedric den Helium-Router gewonnen hat. Schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Ich sende dir den zu. Du bist im nächsten
Helium-Update natürlich mit dabei. Und fürs nächste Video habe ich mir auch was überlegt, aber nur, wenn ihr Lust drauf habt. Und zwar würde ich mal alle meine Einkünfte, ja, die ich wirklich über die Krypto-Projekte generiert habe, plus YouTube, alles mal ausrechnen und euch in einem Video mal ganz transparent präsentieren. Dazu einfach in die Kommentare Hashtag Cash. Ich bin nämlich jetzt gerade über Silvester, über meinen Geburtstag in Miami und würde das einfach dort mal für euch aufnehmen. Das wäre nächste Woche Sonntag, wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten euch einfach einen guten Rutsch, eine schöne Zeit und vielen, vielen Dank, Leute, für den ganzen Support.